Sonne scheint. Siehst du? Mann, wo habt ihr gesteckt? Ach, wir haben uns nur untergestellt. Untergelegt. Ja, dann können wir jetzt weiter feiern. Ja. Ganz romantisch vor dem Kamin. Also seid mir nicht böse, wenn ich gleich abhaue. Ich muss nach Hause und ich bin noch ganz durchnässt. Hey, du kannst trockene Sachen von mir haben. Ja, genau. Okay. Ja, und ich halte dich warm, damit du keine Erkältung bekommst. Nee, ich habe keine Lust mehr. Also, ich finde so ein Picknick drinnen schön, oder? Mhm. Ja. Das nächste gemeinsame Picknick machen wir dann in Griechenland am Strand. Mhm, gute Idee. Dann lassen wir uns von Nina und Simon verwöhnen. Mhm. Ja, ich gehe dann mal zum Bus. Danke, dass ihr das für mich gemacht habt. Du, ich kann nicht auch nach Hause fahren. Nee, komm, Oliver, das machen Felix und ich. Ja, wir machen das. Danke. Ja, wie er meint, ich muss halt wirklich los. Dann einen schönen Abend noch. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, dann helfe ich euch mal hier. Quatsch. Das lässt du, das machen wir später. Okay. Wie sieht's aus? Entschuldige, Nicole, hast du mal einen Stift? Ja. Aber Wiedersehen macht Freude. Danke. Hi. Na, hattest du gestern noch einen schönen Abend mit deiner Freundin? Ich hab mich gleich hingelegt. Klar, du musstest dich ja auch erholen von deinem anstrengenden Nachmittag mit Lara. Regen, Scheune, Heu. Also der Kuss, der war total schön. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Du kapierst das einfach nicht. Nee, klar, habe ich natürlich keine Ahnung. Sie empfindet was für mich. Und wenn du da gestern nicht so blöd reingeplatzt wärst... Ja, dann hättet ihr heute gleich euer Aufgebot bestellt. Ich wusste immer, dass es mit uns beiden irgendwann klappt. Moment mal. Was ist mit Franzi? Das mit Lara ist doch was ganz anderes. Das muss Franzi einfach kapieren. Muss sie. An die Lara ist bald in Griechenland. Was ist dann? Da werde ich mit ihr gehen. Oder sie bleibt hier bei mir. Ja.